Ja, wenn man eine gute Kompaktkamera hat, wie die Canon PowerShot G10 zum Beispiel, die macht immer noch vergleichsweise hervorragende Bilder. Die macht auch vor allen Dingen eine sehr gute JPEG-Aufbereitung innerhalb der Kamera. Das ist bei den moderneren Kameras oft nicht mehr der Fall, weil die Konturen zu sehr verwaschen. Im Hinblick auf die Aussage, die sie dann treffen können, rauscht wenig, ne? Ich hatte jetzt zum Beispiel mit der Fuji X20, das ist ja so eine Edel-Kompaktkamera, ähnlich wie die Canon G10. Inzwischen gibt es ja G16. Aber die Bildqualität ist jetzt auch nicht besser geworden, finde ich. Die sind halt nur viel schneller geworden. So, und die X20 ist ja bekannt für ihre wirklich gute Bildqualität. Die hatten für eine Kompaktkamera großen Sensor von 2/3, was ein bisschen mehr ist als der Sensor von der Canon G10. Der ist 1 zu 1,7. Das ist ein Unterschied, ich glaube, von 10% in der Größe ungefähr. Ja, und da kann man jetzt also wunderbar sehen, wenn man die Bilder vergleicht. Das ist ein JPEG-Bild, wie es aus der Canon G10 kommt. Da habe ich hier sehr schön die Holzstruktur. Kann ich hier gut sehen. Und wenn ich vergrößere, dann habe ich auch entsprechend feinere Details. Hier diese Rillen zum Beispiel kann ich gut erkennen. Das kriegt die X20 auch hin, aber man muss dann ein RAW-Bild halt entwickeln. So, hier sieht man auch die Holzstruktur ganz gut. Und jetzt Achtung, jetzt kommt das JPEG-Foto, wohl bemerkt von der Fuji X20. Und das sind beides relativ niedrige ISO Werte, das ist jetzt 250, bei der Canon waren es 100, aber das spielt auch gar keine Rolle. Wenn ich mir jetzt hier diesen Bildausschnitt angucke, dann sieht man hier, die Details sind sehr verwaschen. Also die Holzstruktur wird immer ungenauer und hier diese Rillen sind fast gar nicht mehr zu unterscheiden. Oder bei einem Wie gesagt, also das RAW-Bild ist dann wieder in Ordnung, nur man ist es halt umständlicher. Man muss dann halt extra das entwickeln. Das hier ist zum Beispiel ein Landschaftsfoto. Da habe ich genommen Fujifilm X20, Blende 9, ISO 250. Also so typische Einstellung halt für ein Landschaftsfoto. Wenn ich mir da jetzt hier, da war ich wirklich erschrocken, als ich das gesehen habe. Hier sind gar keine Details mehr zu erkennen hier von der Wiese hier, ne? Von den Stoppeln. Das sind eigentlich Stoppeln. Die müsste man wirklich gut unterscheiden können, weil die haben auch einen ziemlich hohen Kontrast. Hier alles. Ne? So arbeiten die halt mit der JPEG-Aufbereitung, weil dann ist alles weich, alles ist verschwommen. Und dann können Sie sagen, rauscht nicht. Ja, das ist meiner Meinung nach, was dahinter steckt. Ja. Dafür ist dann alles verwischt. Das nutzt einem ja auch nichts. Und die Canon G10 macht das wirklich sehr gut. Da kann man feinste Details auch noch erkennen, selbst wenn man nicht das RAW-Bild extra in Lightroom entwickelt, sondern einfach nur das JPEG nimmt. Kommt aufs Gleiche raus. Ist wirklich hervorragend. So, jetzt ist aber das Problem, wenn ich ein Makro damit aufnehmen will, habe ich ja zwar diesen kleinen Sucher, aber das ist nur ein optischer Sucher. Da kann ich nicht sehen, worauf jetzt die Kamera wirklich scharf stellt. Das klappt manchmal, aber nicht 100%. Also ist immer ein großer Unsicherheitsfaktor. Man kann immerhin ungefähr das Objekt anvisieren. Besser ist, wenn man hier auf das Display so eine Displaylupe draufsetzt. Die gibt es schon ab knapp über 10 Euro.
Und dann kann man nämlich wie mit einem Lichtschacht, wie man das früher kannte, das Display vergrößert sehen. Oder wie mit dem Winkelsucher von der Spiegelreflexkamera oder so. Das funktioniert wirklich gut. Leider hat es keinen Dioptrienausgleich. Es gibt welche mit Dioptrienausgleich, die kosten dann aber auch an die 100 €. Man kann aber auch eine Brille einfach aufsetzen und damit dann durchgucken. Das geht auch. Ja, da gibt es optional, also es war jetzt hier mit dabei, so eine zusätzliche Augenmuschel. Das Ganze wird mit einem Magneten übrigens festgehalten. In diesem Fall, es gibt auch andere, wo das anders gelöst wird. Ich muss es mal mit beiden Händen machen. So. Also hier ist so ein Metallrahmen, der wird aufgeklebt. Den muss man ganz fest andrücken, aber nur mit den Händen bitte, nicht mit der Schraubzwinge oder so, dann macht man die Kamera kaputt. Und dieses Ding hier lässt sich ja einfach umdrehen. Wenn man mit dem linken Auge, so wie ich, durchschaut, dann macht man es halt so rum. Und wenn man mit dem rechten Auge durchschaut, dann halt so rum. Dieses hier ist jetzt ein 4 zu 3 Rahmen. Es gibt auch noch andere Formate. Das kann man speziell für die eigene Kamera. Da muss man dann mal in der Gebrauchsanweisung genau nachschauen, um was für ein Format es sich handelt. Und das beim Kauf dieser Display-Lupe drauf achten. So, und dann wird das magnetisch festgehalten und das war's. Jetzt werde ich mal rausgehen und ein paar Testaufnahmen damit machen.